Ja, mehrere Schulleiter der Schulen in Rosenheim haben sich an die Polizei Rosenheim gewendet, ob man nicht vielleicht das ein oder andere Mal im Bereich des Schulweges verbessern könnte, ob man nicht den Schulweg einmal überwachen könnte. Diesen Vorschlag haben wir sehr, sehr gerne angenommen. Wir haben eine Aktion heute gestartet, eine größere Schulwegaktion an mehreren Schulen im Raum Rosenheim. Wir haben mehrere Verkehrsteilnehmer angehalten. Leider war es auch so, dass wir etliche Verkehrsteilnehmer beanstanden müssten. Markant waren zum Beispiel Beanstandungen, dass die Eltern die Schüler ohne jegliche Sicherungseinheiten oder Einrichtungen in die Schulen gefahren haben, das heißt klassisch ohne jeglichen Kindersitz. Auch wurden die Schülerinnen von den Eltern fast bis ins Klassenzimmer gefahren. Auch da gab es entsprechende Belehrungen. Was uns ganz wichtig ist, wir wollten sensibilisieren, dass der Schulweg wichtig ist, dass die Eltern vor allem auch auf die Kinder aufpassen und dass die anderen Verkehrsteilnehmer Rücksicht nehmen. Das war einer der Hauptgründe. Uns ist es nicht darum gegangen, irgendjemand verwarnen oder sonstig mit Bußgelder zu belegen, sondern es ist wirklich der präventive Gedanke, war im Hintergrund. Nur, was ich eingangs erwähnt habe, 2-3 Mal mussten wir ein Bußgeldverfahren einleiten und die Fahrzeugführer müssen mit Punkten in Flensburg rechnen. Also wir Schulleiter der Stadt Rosenheim stellen auf unserem täglichen Arbeitsweg oft mal fest, dass es gefährliche Stellen in der Stadt gibt, auf dem Schulweg der Kinder. Das wird uns auch von Elternseite berichtet, auch von Schülerseite. Und es war uns ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass man diese Stellen möglicherweise entschärft und, wenn es soweit möglich ist, Maßnahmen ergreift, um hier für einen sicheren Schulweg zu sorgen. Thank you.